Die Tiere sind so dankbar. Die streiten sich nicht mit dir. Da kriegst du keine Ärger. Die Kuh hier, die tut mir leid, weil die hat eine Leistung noch. Die hat uns ja die letzten beiden Jahre auch noch Zwillinge In welchem Alter hast du angefangen mitzuhelfen? Ach nur, als Kind. Guck mal, mein Vater ist in 42 eingezogen, in 45 gefallen. Da war ich mit meiner Mutter alleine und musste mit meiner Mutter alleine die Landwirtschaft machen. Und da fing doch die Arbeit bei mir als Kind schon an. Mit 9 Jahren oder was? Ja. Hm. Ja, so wie mein Vater in den Krieg gekommen ist. In 42, ich bin in 36 geboren, 42 ist mein Vater in den Krieg, 45 ist sie gefallen und seit, ja, wir sprechen in der Zeit schon, wo er in den Krieg gekommen ist, seit der Zeit, wie man sagt, mit 6, 7 Jahren, war ich ja schon mit der Mutter alleine. Und da muss ich ja schon mit ihr alleine die Landwirtschaft machen. Und Milchkühe hattet ihr da auch? Ja, da hatten wir aber, wurde ja alles mit Kühen gemacht, hatten wir keinen Trecker und gar nichts, ne? Wurde alles mit Kühen gemacht. Und dann hat man den, Ukrainer und Polen und so, die dann hier immer so im Krieg eben hier auf der Landwirtschaft, auf den Dörfern so waren. Und wann kam der Horst? Der kam dann in, muss ich sagen, so in 54. Ja, ich muss ja manchmal, ja, meine Mutter sagte ja dann immer so am Anfang, du musst ja, lieber Junge, weißt du denn auch, worauf du dich eingelassen hast jetzt? Kannst nichts und dann hier einfach so hin zum Rhein, ne? Ja, aber wir hatten gesagt, nun ja. Wer das Mädchen haben will, dann muss die Arbeit dann auch mitmachen. Das war das so, ne? Ja. Alles ganz, also ich habe, was sagen, ganz ein Leben lang schwer arbeiten müssen.
Wir haben uns keinen Urlaub und gar nichts gegönnt, nur immer geschafft und geschafft. Dann hieß es auf einmal, wir hatten das alte Haus, das war wie das früher war, war nur eine Wasserstelle und keine Heizung und wie das alle war. Und dann wurde auf einmal gesagt, ja, wir müssen bauen. Wir hatten ja nur im Grunde den Bauplatz, hatten wir ja hier, den Garten. Aber jetzt musste ja gebaut werden, jetzt musste ja auch Geld und das aufgenommen werden. Und meine Mutter und ich, wir kannten ja das aber auch nicht schulden oder so, ne? Wir mussten ja, wer kann, wenn man baut, hat man Schulden. Ja. Und halt, meine Mutter war dann da auch so ein bisschen skeptisch und hat, lieber Gott, ja, so viele Schulden und. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das Häuschen gebaut. Wir haben alles in der Landwirtschaft, haben uns alles angeschafft, die ganzen Maschinen und alles. Das musste ja alles erstmal erarbeitet werden. Und das war ja auch nicht so einfach. Denn geschenkt wurde uns nichts. Also mussten hart arbeiten, um jetzt wieder die Maschinen und das alles zu bezahlen. Und das war ja alles im Nebenerwerb. Das war im Nebenerwerb. Der Horst war ja auch immer arbeiten. Und da ging ja den Morgen schon an der Arbeit. Und dann hatte ja den etwas im Stall schon gemacht. Und da hatten wir ja den Stall voll Fiener. Und darum denke ich mir manchmal, weil ich heute nicht mehr kann und alles so langsam ist, wie hast du das damals geschafft? Da haben wir ihn gebaut, da kamen dann die drei Kinder, dann habe ich noch Gästebetrieb gemacht, der Horst ging an der Arbeit früh, dann musste ich den Stall fertig machen alles und dann musstest du die Gäste ja bewirten, dann musstest du wieder reingehen, musstest du dich waschen, wieder neu anziehen. Konntest, musste sich ja mal mit ihnen unterhalten. Konntest ja nicht einfach sagen, hier, hast du einen Kaffee und alles hingestellt und so, das konnten wir auch nicht machen. Ne? Und darum denke ich mir heutzutage, Mensch, wie hast du denn das bloß alle geschafft? Und dann war ja auch die Feldarbeit, war ja auch noch. Das musste ja alles mit der Hand gemacht werden. Großes Stück Kartoffeln, großes Stück Rüben, musste alles gehackt werden und geerntet nachher wieder werden. Ne? Heute ist das alles maschinell, heute ist das alles kein Problem. Ne? Die zwei wieder ja weiden vor Winter. Erst wollte er das Rind schlachten und wollte die Kuh weiden. Aber nur jetzt uns die Kuh gegeben. Früher das Rind schlachten, dann soll das Kleine, wenn es mal so ein bisschen anlegt, dann haben wir gar nicht mehr. Dann wird es ein Fahrrad schuppen hier. Ja, du lachst. Das ist immer wichtig, dass das Viertel schön ausgemolken wird. Ne? Mhm. Man hat sie ja immer noch so, siehst du, wie die Milch unten reinläuft. Ne? Ja, ja. Und manche, die Kuh, die gibt das freiwillig, das ist ja unnatürlich, was wir hier machen. Wenn das Kalb genug hat, ne? Das trinkt ja das Euro nie leer, ne? Das wird es ja nicht schaffen, die Milch. Ne? Ja. Wie viele Liter hast du jetzt? Ja? Wie viele Liter hast du? Ich habe gleich sehen. Da gehen rein. Und so knapp 10 Liter. So, das kriegt unser Kälbchen hier. Hm. Und das kriegen wir. Das wäre ich haben will, aber kommt ja heute Morgen. Ich habe eine Flasche dabei. Ja. Hm. Dann nehme ich schon mal eine Liter los.
schon ganz unruhig. Ist schon ganz unruhig. Großbetriebe, die haben eben gar keine Schwierigkeiten mehr mit dem Viehzug. Die Viecher sind nämlich gerade so friedlich wie sie immer. So. Sind sie denn ungelassen mal mit Milch? Ja, hier. Die Truppe ist auf. Oh, hier, da habe ich. Da. Hier, guck, der hat aber nicht gekriegt hier. Das ist auch interessant. Ein Buschen, ne? Die wartet jetzt auch auf die Milch. Das Ganze an Desinfektionsanlage. Im Dorf noch mal ein Hahn kräht? Das ist die Frage. Ne? Tja. Das glaube ich schon. So ein paar Hühner. Salz dran. So, sollen wir mal aufsatteln, ne? Hallo, ihr könnt jetzt... Ja, bringen wir es auch schon. Soweit fertig, dann kannst du da hochkommen.
geht ja von den Firmen auf. Was? Was jetzt? Hey, ich würde alles losgehen lassen. Aber dass du jetzt nicht mehr die Arbeit hast, wie ist das? Ja, im ersten Moment ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran. Ja. Ne? Und jetzt hast du dich dran gewöhnt? Jetzt habe ich nur noch die Tiere zu versorgen. Und hast mehr Freizeit, oder? Ja, ich habe eine halbe Stunde mehr Zeit. Was machst du mit der Zeit? Andere Arbeit. Es ist doch, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe das jetzt überwunden und es gefällt mir auch so auch jetzt. Gut, schön. Ja, das ist schon richtig.